Angesichts des brutalen Vorgehens der Hamas-Terroristen haben gestern Abend die Staats- und Regierungschefs fünf führender westlicher Länder ein Zeichen der Solidarität mit Israel gesetzt. Frankreich, Italien, die USA und Großbritannien sagten ihre unerschütterliche Unterstützung zu und verurteilten die so wörtlich entsetzlichen Terrorakte der Islamisten. Dabei betonten sie, dass sie auch die legitimen Bestrebungen der Palästinenser anerkennen. Die islamistische Hamas vertrete diese aber nicht. Weltweit haben sich Menschen als Zeichen der Solidarität mit Israel versammelt. An einem Demonstrationszug in Paris nahmen neben tausenden Bürgerinnen und Bürgern auch Politiker verschiedener Parteien teil. Am Abend wurde die israelische Flagge an den Eiffelturm gestrahlt. In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires kamen mehrere hundert Personen zusammen. Auch in Deutschland bekundeten wieder vielerorts Menschen ihre Unterstützung für Israel, wie hier in Hamburg. Gleichzeitig haben erneut pro-palästinensische Versammlungen stattgefunden. In Duisburg gestern demonstrierten etwa 100 Menschen für die Interessen der Palästinenser. Nach Angaben der Polizei verlief die Demonstration weitestgehend störungsfrei. Zwei Teilnehmer seien wegen Widerstands in Gewahrsam genommen worden. Auch andernorts gingen Unterstützer der Palästinenser auf die Straße. In Sydney protestierten hunderte Demonstranten gegen eine Lichtprojektion der israelischen Nationalfarben an der Oper. Und damit zu Simon Riesche in Kairo. Über die Reaktionen der Palästinenser und in der arabischen Welt wollen wir jetzt sprechen. Zuerst aber haben wir ganz konkret gehört, dass Ägypten den Grenzübergang zum Gazastreifen in Rafah geschlossen hat. Heißt das, Ägypten lässt auch keine palästinensischen Flüchtlinge mehr ins Land? Es ist richtig, der Grenzübergang ist geschlossen worden von den ägyptischen Behörden. Die Begründung ist, dass es in der Nähe des Grenzüberganges wiederholt zu israelischen Luftangriffen gekommen sei und deswegen die Lage vor Ort so gefährlich sei, dass man den Grenzbetrieb schließen habe müssen, weil es eben ja, für Mitarbeiter am Grenzübergang und für Menschen, die diesen überqueren wollen, zu gefährlich sei. Das ist die Information, die wir da hören. Wir haben selbst bisher keine Drehgenehmigung, keine Reisegenehmigung bekommen, uns hier von Kairo auf den Weg aufzumachen und selbst uns ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Deswegen können wir das hier nur aus der Entfernung einschätzen. Was wir sicher aber sagen können, ist, dass man sich diesen Grenzübergang Rafah nicht so vorstellen sollte, als ob dort einfach ohne weiteres Menschen von A nach B und von B nach A reisen können. Ja, wenn er geöffnet ist, ist er offen für Waren und auch für Personen. Aber man braucht natürlich als Palästinenser eine Genehmigung, sich nach Ägypten bewegen zu dürfen. Etwa, weil man in Ägypten studiert oder weil man weiterreist oder weil man ein Krankenhaus aufsucht. Was in den vergangenen Jahren dort nicht zu beobachten war, waren große Flüchtlingsströme. Denn Ägypten hat überhaupt kein Interesse daran, Hunderttausende Palästinenser jetzt als Flüchtlinge in Ägypten aufzunehmen. Man sorgt sich davor, dass man diesem Problem nicht gewachsen sei. Und deswegen hat man sich auch auf ägyptischer Seite, das hört man schon hinter den Kulissen, sehr geärgert über diese Verlautbarung aus Israel. Die Menschen aus Gaza sollten doch einfach nach Ägypten gehen und dort in Sicherheit kommen. Nein, die ägyptische Regierung ist nicht vorbereitet auf einen großen Flüchtlingsstrom, sorgt sich davor, dass man diesem Problem, wie gesagt, nicht gewachsen sei, dass die Menschen dann auch bis zu 2 Millionen ja längerfristig in Ägypten bleiben würden. All das sorgt für große Sorge. Aber natürlich, was passieren würde, wenn es jetzt dann demnächst zu der großen Bodenoffensive kommen sollte, wenn dort Hunderttausende an der Grenze stehen und ihr Leben rennen, wie dann die Lage dort vor Ort sein wird, das kann man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch gar nicht bewerten. Er könnte sich da Ägypten nicht vielleicht sogar als Vermittler eignen, allein schon um seine eigenen Probleme damit in Schach zu halten? Also Ägypten ist natürlich traditionell ein Vermittler zwischen Israel und palästinensischen Akteuren, hat auch in der Vergangenheit auch bei anderen Gaza-Konflikten und Krisen vermittelt, weil man eben über Kontakte zu Palästinensern und zu Israel verfügt. Ägypten ist ja im Frieden mit Israel. Was dort aber jetzt genau vermittelt werden soll, ist ja völlig unklar. Die Fronten sind ja nach diesen unfassbaren Gewalttaten auch der Terroristen von der Hamas so verhärtet, dass dort nicht klar ist, wer da jetzt mit wem über was verhandelt. Eine Hoffnung von Beobachtern ist, dass Staaten wie Ägypten helfen können, zumindest was die die Verhandlungen, die möglichen Verhandlungen betrifft, wenn es um die Freilassung der in Gaza festgehaltenen Geiseln geht. Auch Katar wird da immer wieder als möglicherweise vermittelnder Staat genannt. Aber auch da ist zu diesem Zeitpunkt vieles unklar, weil eben nicht klar ist, wer da eigentlich mit wem jetzt in dieser Lage sprechen soll. Mhm. Morgen berät ja die Arabische Liga. Ist zu erwarten, dass die arabischen Staaten sich dann noch mal
ganz klar vom Terror der Hamas distanzieren? Das ist nicht zu erwarten, vor allem wenn man sich die bisherigen Kommentare und Verlautbarungen der arabischen Staaten anschaut. Da gab es doch bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel aus den Emiraten, kaum Distanzierung vom Terror gegen Zivilisten. Viele Staaten haben einfach zu Deeskalation aufgerufen, unter anderem hier Ägypten und Jordanien. Aber es gab eben auch viele Stimmen aus arabischen Staaten, wo ja, das Vorgehen der Hamas regelrecht bejubelt wurde, wo man den Ursprung des Konfliktes immer auf Seiten Israels sieht. Und wenn man sich anschaut, unter welchen Vorzeichen hier morgen in Kairo dann die Arabische Liga zusammenkommt, dann sieht man, dass die Staaten sagen, man wolle sich treffen auf Außenministerebene, um Wege zu finden, der israelischen Aggression zu begegnen. Also das sind die Vorzeichen. Man kann sich fragen, warum manche Staaten, wie zum Beispiel Ägypten, auch Jordanien, die ja im Frieden mit Israel sind, warum die sich nicht klarer gegen den Terror der Hamas positionieren. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch die Regierungen durchaus auch Respekt davor haben, nicht die eigene Bevölkerung gegen sich aufzubringen. Denn die Bevölkerung in vielen arabischen Staaten, gerade in den sehr bevölkerungsreichen Staaten, sind doch sehr stark pro-palästinensisch eingestellt, auch wenn da nicht sehr viel jetzt differenziert wird über die genauen Vorkommnisse des Wochenendes. Aber da haben vielleicht auch einige Mächtige, auch in den Autokratien hier im Nahen Osten, Angst, jetzt sozusagen die falschen Signale zu setzen und in diesen schwierigen Lagen, in denen sich ihre Länder befinden, Wirtschaftskrisen, Arbeitslosigkeit, da auch noch mit einer Verlautbarung, die ihnen dann möglicherweise als pro-israelisch ausgelegt wird, die eigenen Menschen gegen sich aufzubringen. Noch ein Blick auf den Iran. Hält der sich tatsächlich so raus, wie er momentan vorgibt? Ist natürlich für uns ganz schwer zu bewerten. Wir hören viele Stimmen, die sagen, man müsse abwarten, um genau rauszukriegen, wie da möglicherweise eine Verbindung zwischen der Hamas und dem Iran im Vorfeld dieser Angriffe gewesen ist. Der französische Präsident hat sich dementsprechend auch noch mal geäußert heute dazu. Da gelte es also abzuwarten, genaue Beweise zu sehen. Natürlich kann man sagen, dass der Iran in der Region vielfältige Verbindungen unterhält zur Hamas, aber natürlich vor allem im Libanon zur Hezbollah-Miliz. Und genau um diese Fragen wird es ja auch in den nächsten Tagen gehen, ob dieser Konflikt in Israel und Gaza sich ausbreitet zu einem größeren regionalen Flächenbrand, ob sich möglicherweise die Hezbollah im Libanon einschalten wird. Und da haben ja westliche Staaten schon ganz klar gesagt, vor allem voran die USA, der Iran müsse sich jetzt vor allem raushalten, weil sonst würde er auch Konsequenzen von westlichen Staaten, allen voran den USA, zu spüren bekommen. Der Flugzeugträger USS Ford ist ja in die Region verlegt worden. Also da ist die Sorge doch groß, dass es weiter eskalieren könnte, auch über Israel und Gaza hinaus. Und über die Rolle des Libanon und der Hezbollah sprechen wir auch in einer guten Stunde hier bei Tagesschau 24 mit unserem Kollegen in Beirut. Jetzt aber erstmal danke nach Kairo, Simon Riesche.